meine Lieben, hier ist wieder Anne von Bodykiss und heute geht es um meine Haarroutine. Da fragen mich wirklich so, so viele süße Mädels von euch immer wieder, zeig mal deine Haarroutine und du hast so schöne lange Haare und ich habe auch relativ lange Haare, obwohl ich mir die Spitzen letztens habe schneiden lassen, also sind sie ein bisschen kürzer. Und wenn ihr wissen wollt, auch wie der Look geschminkt wurde, den habe ich gleichzeitig nämlich dann noch gemacht. Ich verlinke euch das Video hier oben. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie das Make-up zusammengestellt wird. Aber heute soll es ja um meine Haare gehen. Und ich wollte, bevor wir richtig anfangen, über meine Haarprodukte und was ich in der Dusche mit den Haaren mache und was nicht, wollte ich euch nur noch am Anfang dazu sagen, dass ich finde, besonders wichtig für Haare sind gar nicht an erster Stelle die Produkte, die ihr euch in die Haare macht oder mit denen ihr euch die Haare wascht, sondern vor all diesen Sachen steht eigentlich eine ausgewogene und gesunde Ernährung und vor allem auch ein gesunder Lebensstil. Weil die Haare sind so ein bisschen, finde ich, die spiegeln genau das wider, was wir unserem Körper antun und was wir mit ihm so täglich machen. Deswegen finde ich, man sollte besonders darauf achten, ernähre ich mich ausgewogen, führe ich alle die wichtigen Nährstoffe dem Körper zu, weil sonst kann da auch nicht wirklich sowas rauskommen, was einigermaßen aussieht. Weil dem Körper dann einfach was fehlt und der Körper zeigt uns das durch die Haare, durch die Nägel, durch die Haut. Deswegen auch vor allem Dingen für diejenigen von euch, die sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung sogar entschieden haben oder entscheiden wollen. Das ist super und das unterstütze ich auch mega, aber ich plädiere da auch an euch, euch da wirklich mit auseinanderzusetzen und nicht einfach zu denken, alles klar, ich lasse Fleisch und Milch weg und dann esse ich das, was übrig bleibt. Das könnt ihr so nicht machen, weil euch fehlen dann so viele Magnesium, Eisen, was es auch natürlich in den veganen Lebensmitteln gibt, in allen möglichen pflanzlichen Stoffen. Aber ihr könnt da nicht einfach sagen, ich esse dann Spaghetti mit Tomatensauce und dann wird alles super, sondern ihr müsst halt gucken, Eisen hat vielleicht viel, findet sich in Bohnen und wenn ihr keinen Fisch esst mehr, dann müsst ihr anderswo euer Magnesium und Eisen und alles Mögliche herkriegen. Deswegen achtet einfach drauf, ausgewogen, nicht zu fettig, nicht zu wenig Vitamine, damit eure Haare auch an etwas quasi zehren können und aus etwas Gutem entstehen. Genauso wollte ich euch sagen, dass ihr, wenn ihr besonders mit fettigen Haaren umgeht, ich habe jetzt eigentlich es ganz gut geschafft, keine schnellen fettigen Haare zu bekommen, finde ich, eine der wichtigen Tipps, die man lernen muss, ist, fasst euch nicht den ganzen Tag an die Haare, weil ich weiß, wie es ist, wenn man, besonders wenn man sie offen trägt, dann streicht man sich durch die Haare und das ist alles so schön. Und, aber davon werden sie natürlich sehr, sehr schnell fettig. Also müsst ihr sehen, wollt ihr euch den ganzen Tag durch die Haare streichen, dann werden sie fettig. Oder wenn ihr Cabrio fahrt, werden sie auch sehr schnell eklig. Das kenne ich selber von meinem Auto. Deswegen sind es immer so kleine Tipps, die ich euch nur geben kann. Wenn ich meine Haare 3 Tage lang zutrage, dann sind sie überhaupt nicht fettig, weil ich sie eben nicht anfasse. Sondern sie sind schön zurückgekämmt oder einer anderen schönen Frisur. Aber offen sind halt, da werden sie einfach schneller fettig. Natürlich sieht das toll aus, aber das ist es halt. Weil die Hände sind natürlich immer ein bisschen fettig und dann durch die Haare und so. Ja, das sind so meine Tipps an euch. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Und das ist meine Haarroutine. Wir gehen nämlich zusammen unter die Dusche und dann sehen wir uns gleich. Ich stehe jetzt bereits in meinem Badezimmer. Nicht wundern, dass das Licht leider nicht ganz so gut ist. Das ist das Beste, was ich hinbekomme, weil wir haben leider kein Fenster im Bad. Deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen anders oder seltsam aus. Ich habe schon meinen Bademantel an, habe mich schon abgeschminkt. Meine Haare wasche ich alle 3 Tage. Zu oft ist ja auch nicht gut, deswegen habe ich es versucht, dass ich irgendwann in diesen Rhythmus gekommen bin, 3 Tage. Warte ich, bis ich meine Haare wasche, was echt besser ist für die Haare, damit sie auch die natürlichen Fette schön nachfetten können. Jeden Tag Haare waschen für lange Haare geht gar nicht. Da werden die immer trockener und trockener und trockener. Deswegen muss man mal ein bisschen auf die Zähne beißen, vielleicht sogar in den Ferien oder im Urlaub. Mal die Haare wirklich 4 Tage in Ruhe lassen, auch wenn man danach aussieht wie, ich weiß nicht, fetti, fetti. Und jetzt werde ich unter die Dusche hüpfen und
mich nackig machen. Meine Haare sind jetzt nass und ich zeige euch jetzt, was ich als erstes in die Haare mache. Natürlich ist das Shampoo. Und ich habe jetzt mal meine regulären Shampoos in der Hand. Das eine ist dieses Eau de Perle Spülung von Balea. Das kann ich echt empfehlen, das liebe ich. Und ich bin aber jemand, der nicht immer das gleiche Shampoo benutzt, sondern immer hin und her wechselt, ohne dass das eine jetzt leer gemacht wurde. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ihr öfter mal hin und her switcht zwischen den Shampoos, dann fetten die Haare nicht so schnell. Deswegen nehme ich das hier. Das kann ich euch echt empfehlen. Und dann nehme ich noch dieses Bübchen-Kinder-Shampoo. Kann ich super empfehlen für diejenigen von euch, die schnell fettende Haare haben. Hin und wieder mal dieses Bübchen-Shampoo für Kinder reinzutun. Was für kleine Babys gut ist, kann für uns erwachsene Frauen nicht schlecht sein. Dann ist zurzeit mein Lieblingsshampoo dieses Lush. Das ist so ein festes Shampoo, was ich noch aufkriegen muss. Aber diese festen Shampoos von Lush finde ich echt gut. Und ich habe jetzt dieses hier, habe ich auch in meinem letzten Haul gezeigt. Das ist so ein grünes und es ist eigentlich eher für Anti-Schuppen gedacht, weil ich habe sehr stark Schuppen bekommen durch das Bomb Cosmetics Shampoo. Deswegen habe ich mir das zugelegt und das hilft mir super. Dann habe ich noch ein letztes Shampoo, was ich neu habe. Das ist dieses Beautiful Long Shampoo. Jetzt habe ich die Spülung in der Hand, aber das Shampoo habe ich auch. Aber ich muss sagen, davon bin ich nicht so ganz begeistert. Da finde ich das Schwarze von Balea besser als das hier. Das hier hatte ich gekauft, weil ich gedacht habe, oh ja, ich habe ja lange Haare und das hilft mir und so. Das werde ich wohl nur leer machen, aber mir nicht nachkaufen, weil ich finde, davon kriege ich echt schnell fettige Haare. Deswegen, und heute werde ich mir mein Lush Shampoo benutzen und mir jetzt erstmal die Haare waschen. Ich habe meine Haare einschamponiert mit meinem Lush Shampoo. Nicht wundern, wenn es hier drin ein bisschen beschlagen ist. Ich dusche sehr heiß. Ich rate euch, das Shampoo jetzt nicht, wie ich das gerade mache, nicht lange überhaupt Shampoos in den Haaren zu lassen, weil je länger man Shampoos in den Haaren lässt, desto trockener werden sie dann auch. Also werde ich jetzt ganz, ganz schnell wieder in die Dusche hüpfen und meine Haare ausspülen. Meine Haare sind jetzt gut ausgewaschen und jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, würde ich sagen. Ich benutze hin und wieder eine Haarmaske statt einer Spülung. Natürlich sollte Haarmasken nicht jeden Waschgang, sage ich jetzt mal, benutzen. Aber einmal die Woche benutze ich eine Haarmaske und habe auch deswegen schon mehrere ausprobiert, die ich euch jetzt mal kurz zeigen werde. Ich habe als erstes bekommen beim Friseur diese Vella Brilliance von dieser Professionals-Reihe für fein und normales Haar, diese Haarmaske. Die kann ich echt empfehlen. Die hat mir wirklich die Haare schön weich gemacht. Leider ist da nicht so viel drin und ich weiß jetzt auch nicht, die ist ein bisschen teurer, glaube ich, als die anderen. Deswegen hatte ich mir dann nachgekauft, auch eine rote, weil ich gedacht habe, was einmal rot war? Nein, die ist von L'Oreal Elvital Color Glanz, natürlich, weil ich die Haare ja in Strähnchen gefärbt hatte. Die gibt es beim DM ganz normal. Von der war ich nicht so begeistert. Also die war auch eine viel matschigere Konsistenz als die vorige, die ich euch gerade gezeigt habe. Deswegen, die ist mehr so, finde ich, in so, eher so wie eine Spülung. Mehr macht sie dann auch nicht, finde ich. Dann hatte ich mir noch gekauft von Herbal Essences diese Verwöhnungsfeuchtigkeitstiefenpflegen-Intensivmaske. Die fand ich dann wieder ein bisschen besser. Aber ich würde mir sie jetzt auch nicht nachkaufen, weil Herbal Essences macht ja Tierversuche und deswegen bin ich da nicht so d'accord mit. Deswegen kaufe ich sie mir nicht mehr nach, habe mir aber diese von Schwarzkopf gekauft. Vielleicht macht Schwarzkopf auch Tierversuche, ich weiß das jetzt nicht genau. Aber ich muss halt das ausprobieren, was es so gibt, weil in meinem DM gibt es echt wenig Haarmasken und bis jetzt habe ich nicht so wirklich eine von Balea gefunden in so einem Töpfchen, weil ich echt gerne von Balea ein Töpfchen hätte. Die gibt es sonst immer nur in diesen komischen Einmal-Probierdingern. Das finde ich nicht so cool. Und die ist jetzt von Schwarzkopf ganz neu reingekommen für dieses Essence Ultimate Omega Repair Intensivmaske mit der Claudia Schieber drauf. Und die probiere ich jetzt mal zum ersten Mal, kann aber nichts dazu sagen. Und ich mache es jedenfalls immer so, ich mache mir ein bisschen von dieser Haarmaskenmasse schön besonders auf die unteren Teile meiner Haare, massiere die schön ein. Und da es ja so ist, dass Masken 5 Minuten einwirken sollten und ich jetzt nicht so Bock habe, draußen rumzurennen währenddessen und dabei eiskalt zu sein, zeige ich euch jetzt mal, benutze ich immer so eine Haarspange. Damit spange ich quasi meine Haare nach oben, sodass ich so einen kleinen Dutt habe mit der Maskenmasse in meinen Haaren.
und stelle dann hier meinen Duschkopf tiefer. Und während die Maske 5 Minuten einzieht, wasche ich quasi den Körper, mache sonst die Sachen, die man so unter der Dusche macht, rasieren, was auch immer. Und nach 5 Minuten von anderem Gedöns wasche ich dann meine Haare wieder aus. Ich habe jetzt meine Haare hochgesteckt, wie ihr seht, mit dieser Spange. Und die Maske sollte jetzt nach Anleitung etwas einziehen. Eine Minute steht hier. Und deswegen werde ich jetzt eine Minute warten und dann meine Haare schön gründlich ausspülen. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass es gründlich ist, weil sonst habt ihr später, nachdem ihr fertig seid mit dem Duschen, noch so leicht ölige Haare. Und das ist ja wirklich nicht so schön. Die letzte Sache, die ich mit meinen Haaren noch mache, bevor ich dann aus der Dusche komme, ist, das mache ich echt gerne, besonders nachdem eine Spülung oder eine Maske drin war, weil die Haare dann schön einfach kämmbar unter der Dusche sind, benutze ich meinen Tangle Teaser unter der Dusche und kämme meine Haare dort durch, weil dort werden sie wirklich super einfach durchgekämmt, besonders bei so richtig langen wie ich habe. Das hilft, wenn ich dann später rauskomme und sie schön abtrockne, dass sie dann echt einfach kämmbar sind. Jetzt bin ich aus der Dusche rausgekommen und mümmel mich dann eigentlich immer in meinen Bademantel ein und die nassen Haare trockne ich dabei nur so ganz vorsichtig ab, also ich rubbel nicht, die Haare rubbel ich allgemein nie. Was ja auch oft schlecht für die Haare ist, wenn man wirklich da so rubbeln drüber geht, besonders bei so richtig lang. Also ich drücke die quasi nur so ab und dann als nächstes kämme ich die Haare mit meinem Tangle Teaser, weil wenn sie nass sind, kann man sie bei mir noch ein bisschen besser kämmen und gehe da einfach so durch, so gut es geht. Wenn das geschafft ist, dann kommt die Pflege ins Haar. Meistens ist nach dem Kämmen noch wieder neue Flüssigkeit quasi zusammen entstanden oder rausgedrückt. Deswegen gehe ich dann meistens nochmal mit dem Handtuch durchs Haar. Dabei kommt meistens noch richtig viel Flüssigkeit raus. Und wenn es dann so richtig handtuchtrocken ist, das Haar, dann mache ich unterschiedliche Pflege eigentlich ins Haar. Ich habe mir eher neuer gekauft, dieses Balea Feuchtigkeits die Balea Feuchtigkeitshaarmilch, Mango und Aloe Vera. Und es soll eigentlich Anti-Trockeneffekt sein. Und vom Geruch her war ich richtig begeistert und ich bin mir auch sicher, ich werde mir mal das Shampoo oder sogar die Waschlotion dazu kaufen, weil da gibt es noch mehrere Sachen aus dieser Reihe. Das ist auch extra ohne Ausspülung, die Haarmilch, was ich ja cool fand. Aber ich muss sagen, dass sie von der Konsistenz her und von dem, was sie erreicht, für meine Haare jetzt nicht so geeignet ist. Ich glaube, sie ist sogar eher was für Leute, die nicht so trocken ist. Also ich habe relativ trockenes Haar. Ich würde die eher für jemanden empfehlen, der vielleicht eine Haarmilch sucht, der aber eher so normales Haar hat bis nicht trockenes, weil die ist schon ziemlich wasserbasierend, glaube ich. Jedenfalls fühlt sie sich so an, sodass sie meinem Haar jetzt keine Feuchtigkeit, wie sie jetzt hier draufstehen hat, Anti-Trocken-Effekt, macht sie bei mir jetzt nicht. Deswegen werde ich sie mir nicht nachkaufen, auch wenn ich den Geruch echt toll finde und die Reihe wahrscheinlich noch ausprobieren werde. Was ich richtig gut finde, ist, davon habe ich bis jetzt nur ein Pröbchen, werde mir es aber also richtig kaufen von Lush. Das ist dieses R&B Haar, die Haarkur oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es heißt jedenfalls R&B, so wie die Musikrichtung. Und die riecht echt extrem stark nach den verschiedenen Blüten, die hier drin sind und auch ein bisschen nach Gewürz. Ich glaube auch ein bisschen nach Nelke, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist es wirklich so, dass weniger ist mehr. Da mache ich echt nur ein bisschen auf meine Fingerkuppe vorne drauf und verreibe das auf meiner ganzen Hand. Und bin aber zurzeit sehr sparsam damit, weil es wirklich ja, bald leer ist. Deswegen benutze ich das heute nicht. Richtig oft benutze ich dagegen, werde ich auch heute benutzen, dieses Balea Oil Repair Haaröl. Ebenfalls von dieser Professional Hair Reihe, wo ich auch das Shampoo von habe. Das riecht erstens sehr gut, so nach Kokosnuss auch ein bisschen. Und da mache ich so 3-4 Spritze auf meine Hand, verreibe das schön und gebe das aber ausschließlich unten an die Haarenden und nie vorne drauf oder auf dem Kopf, weil ich habe das zwar auch noch nie richtig gemacht, aber ich denke mir, dass man dann eher schneller fettende Haare hat. Also besonders in die Spitzen, weil die Spitzen auch immer die sind, die ja
viel Pflege brauchen. Dann massiere ich das richtig gut ein. Und wenn das einmassiert ist, mache ich noch einen Haarschutz drüber, weil ich weiß ja, dass ich noch meine Haare später föhnen werde. Deswegen kommt noch ein Haarschutz rein. Ich benutze hier noch dieses Schwarzkopf Got2Be Schutzengel. Ich werde aber nächstes Mal gleich ein anderes ausprobieren, auch wenn ich jetzt davon nicht unzufrieden bin, aber ich finde, man kann ja auch mal was anderes ausprobieren. Und das sprühe ich mir noch ein bisschen in die Haare und gebe das auch in die oberen. Davon nehme ich aber auch nicht zu viel, weil ich will nicht zu viel Zeug in den Haaren haben. Ich massiere das jetzt nochmal über den ganzen Kopf so ein. Und dann als letztes werden meine Haare jetzt schön eingepackt in einen kleinen Dutt. Und dann lasse ich sie so 5 bis 10 Minuten in diesem Dutt drin, damit es auch schön einwirkt. Ich so vor. So, und so laufe ich dann ungefähr 10 Minuten durch die Wohnung, mache alles Mögliche, ziehe mich auch meistens an und dann komme ich wieder. Das war meine Haarroutine, was ich so unter der Dusche alles fabriziere und danach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt so ein bisschen was gelernt, was ich mache, damit die Haare so lang geworden sind. Aber vor allem, was ich auch noch mache, damit die Haare so lang werden, ist... nicht so oft zum Friseur zu rennen. Ich finde, sehr oft rennen Mädchen zu schnell zum Friseur. Ich weiß, man sollte sie hin und wieder schneiden, damit eben dieser Spliss unten nicht so schlimm entsteht. Aber ich renne nicht alle 6 Wochen zum Friseur und auch nicht alle 2 Monate, sondern ich lasse mir da schon mehr Zeit, weil ich finde, beim Friseur ist man dann doch gewagter, ein bisschen mehr wegzuschneiden und dann sind sie halt wieder genauso kurz wie vorher und dann werden sie natürlich nie lang. Genauso sage ich euch, Finger weg, Mädels, von aller Art Extensions. Also die festen Extensions, die machen einfach die Haare kaputt. Ich kenne fast kein Mädchen, also ich kenne kein Mädchen, was danach nicht wirklich, wirklich kaputte Haare hatte. Wenn ihr lange Haare haben wollt, dann müsst ihr euch halt gedulden. So ist das Leben nun mal. Aber es gibt genauso schöne Kurzhaarfrisuren. Ich weiß das selber, weil ich sehr lange kurze Haare hatte. So, das war so meine Botschaft an euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.